Die NASA hat ein neues Ziel. Den Mars. Innerhalb der nächsten 20 Jahre sollen Menschen zum roten Planeten reisen. Wenn ich den Mars betrachte, habe ich das Gefühl, dass dort irgendwann Menschen herumlaufen werden. Er ist für mich in vieler Hinsicht wie die Erde und regt daher meine Fantasie an. Er ist der erdähnlichste Planet im Sonnensystem. Wir werden es versuchen. Aber unsere Nachbarplaneten zu erobern, ist alles andere als leicht. Sehr abgeschieden. Es kann alles Mögliche schiefgehen. Und dann gibt's keine Rettung. Man muss viele Probleme lösen, bevor man Menschen zum Mars schickt. Sie können dorthin fliegen, aber werden sie überleben? Der Mars ist nicht für uns gemacht. Ist dieses Projekt zum Scheitern verurteilt? Der Mars. Planetarer Nachbar und Ziel der bisher ehrgeizigsten NASA-Mission. Bleibt ein bemannter Flug zum roten Planeten ein Traum? Oder lässt sich das Projekt verwirklichen? Das ist verdammt schwer. So weit haben sich Menschen noch nie von der Erde entfernt. Man muss vorsichtig sein. Sollten Astronauten den Mars erreichen, müssten sie die erste große Herausforderung meistern. Das Aufsetzen auf dem Planeten ist ein großes Wagnis. Bisher hat der Mars nicht immer den roten Teppich ausgerollt. Der Mars ist so etwas wie ein Friedhof für Raumfahrzeuge. Es ist schwer, auf dem Mars zu landen. 2016 versuchte es die Europäische Weltraumorganisation mit dem Schiaparelli-Marsländer und scheiterte. Ein Messgerät arbeitete nicht einwandfrei. Infolgedessen löste sich ein Fallschirm zu früh und schickte den Lander ganze 32 Sekunden in den freien Fall. Schiaparelli schlug mit einer Geschwindigkeit von 540 km/h auf und hinterließ eine tiefe schwarze Narbe in der Marslandschaft. Es ist schwierig, auf dem Mars zu landen. Obwohl hochkarätige Ingenieure daran arbeiten, haben wir nur eine Erfolgsrate von 50%. Der rote Planet ist förmlich übersät mit Wrackteilen von zerschellten Raumfahrzeugen. Wenn die NASA erfolgreich sein will, muss sie aus all den gemachten Fehlern lernen. Denn wenn die ersten Astronauten sich dem Mars nähern, werden sie mit dem gleichen Problem zu kämpfen haben, das alle Marsländer hatten. Die Marsatmosphäre ist 100-mal dünner als die der Erde. Sie bietet nicht ausreichend Widerstand, um Raumfahrzeuge abzubremsen. Es ist nicht wie auf der Erde, wo gigantische Fallschirme für einen sanften Abstieg sorgen. Die Atmosphäre hilft ein wenig, aber es bleibt problematisch. Die dünne Marsatmosphäre ist das Ergebnis eines Milliarden Jahre langen Prozesses. Der Mars hat keine dicke Atmosphäre, weil sie permanent abgetragen wurde, da ihm ein Magnetfeld fehlt. Der Sonnenwind kann eine Atmosphäre wegreißen. Die Erde hat einen Kern aus flüssigem Metall, der ein Magnetfeld erzeugt. Es schützt den Planeten und erhält die Atmosphäre. Doch der Mars ist schutzlos. Vor 4,5 Milliarden Jahren formten sich Mars und Erde in einer rotierenden Wolke aus Gas und Staub. Da der Mars in einer Region mit wenig Baumaterial entstand, war sein Wachstum gering. Der Mars ist kleiner als die Erde. Er besitzt nur ein Zehntel der Erdmasse.
Die viel größere Masse erlaubt der Erde warm zu bleiben und einen rotierenden Kern zu haben, der ein Magnetfeld erzeugt. Schon vor 4 Milliarden Jahren begann der Mars abzukühlen und sich zu verfestigen. Ohne einen heißen Kern entsteht kein Magnetfeld. Die geladenen Hochgeschwindigkeitspartikel von der Sonne reißen nach und nach die Atmosphäre weg. Wir wissen, dass sie jede Sekunde weniger wird. Also, bye-bye Atmosphäre. Bye-bye Atmosphäre. Man muss kreativ sein, um ein unbemanntes Raumfahrzeug trotz der dünnen Atmosphäre sicher auf den Mars zu bringen. Mhm. 2012 seilte der geniale Sky Crane den Curiosity Rover vorsichtig von der Abstiegsstufe ab. Frühere Missionen haben einen Fallschirm oder etwas anderes benutzt, zum Beispiel Airbags. Vermutlich ist es für Astronauten nicht so angenehm, wenn sie auf der Oberfläche herumrollen. Um Menschen auf den Mars zu bringen, braucht die NASA einen neuen Trick. Der neue Mars-Rover Perseverance wird von dem Advanced Supersonic Parachute Inflation Research Experiment abgesetzt. Kurz ASPIRE. Ein riesiger Fallschirm wird die Abstiegsstufe abrupt abbremsen. Eine Zerreißprobe für das Material. Mit dem Rover funktioniert das, aber mit Menschen geht das nicht. Ein bemannter Lander wird viel mehr wiegen als der 1000 Kilogramm schwere Rover. Und das ASPIRE-System ist für Menschen ungeeignet. Die NASA braucht einen neuen Plan. Ein Ideengeber will die dünne Marsatmosphäre auf geniale Weise nutzen. Man nähert sich dem dichteren Teil der Atmosphäre sehr schnell. Dann gleitet man in Horizontallage zum Boden und verliert so Geschwindigkeit. Beim Anflug richtet der Lander seine Nase auf die Marsoberfläche, bis er den dichtesten Teil der Atmosphäre kurz über dem Boden erreicht. Dann zieht er in letzter Sekunde die Nase hoch und nutzt so die Reibung in der dichten Atmosphäre, um abzubremsen. Für die Landung werden die Bremstriebwerke gezündet. Ob das eine verrückte Idee ist? Ich finde, das klingt etwas seltsam, aber manchmal muss man auch über unkonventionelle Lösungen nachdenken. Noch befinden sich die NASA-Pläne für eine bemannte Landung im Entwurfsstadium. Aber selbst wenn es gelingt, Menschen auf den Mars zu bringen, wird die dünne Atmosphäre für ein weiteres Problem sorgen. Denn sie verursacht Staubstürme, die tatsächlich die ganze Oberfläche einhüllen. Der Mars ist eine Staubhölle. Und diese turmhohen Wolken sind die Vorboten der Hölle. Wenn die Astronauten der NASA wie geplant 2035 auf dem Mars landen, dann müssen sie mit dieser Plage des roten Planeten fertig werden. Staub. Er ist anhänglich. Sonnenlicht kann den Staub statisch aufladen, dann haftet er an Oberflächen. Man kann nicht auf der Fußmatte vor seiner Raumstation stehen und ihn einfach abschütteln. Er ist im Raumanzug, auf dem Visier und auf den Solarzellen. Er darf nicht in die Lunge eindringen, denn wie bekommt man das Zeug wieder raus? 300 feet. Minus 11. In den 60er und 70er Jahren betraten Apollo-Astronauten den Mond. Und als sie in ihre Mondfähren zurückkehrten, haftete Mondstaub an ihnen. Der Mondstaub verstopfte Dichtungen und überhitzte Instrumente,
was falsche Messwerte zur Folge hatte. Und er machte Astronauten krank. Man darf diesen feinen Staub nicht einatmen, denn man kann eine Staublunge bekommen. Auch Lungenkrebs ist möglich, nur weil man in staubiger Umgebung geatmet hat. Der rote Planet ist vollkommen von diesem statischen Staub bedeckt. Forscher vermuten, dass er von einem einzigen Ort stammt. Der Medusa-Formation. Als diese vulkanischen Ablagerungen sich vor 3 Millionen Jahren bildeten, war das Gebiet halb so groß wie die Vereinigten Staaten. Doch die unerbittlichen Stürme auf dem Mars haben die Medusa-Formation erodiert und den Staub über den ganzen Planeten verteilt. Wenn der Wind den Staub aufwirbelt, kann das katastrophale Konsequenzen haben. Das Problem ist, dass die feinen Partikel in die Atmosphäre gelangen und es lange dauert, bis sich der Staub setzt. Der Staub strömt in höhere Schichten und hält sich dort ewig. Wenn sich immer mehr davon in der Atmosphäre sammelt, entstehen Staubstürme. Diese Stürme sind gigantisch. Sie blockieren das Sonnenlicht, sodass die Marsoberfläche auskühlt. Die Temperaturunterschiede zwischen Oberfläche und Atmosphäre lassen den Wind und die Stürme immer stärker werden. Der NASA-Rover Opportunity hat die Folgen eines solchen Sturmes zu spüren bekommen. Der Opportunity-Rover suchte auf der Marsoberfläche nach Spuren von früher vorhandenem Wasser und einst vorhandenem Leben. Der Rover hat sehr lange gut funktioniert und viele neue Informationen über den Mars geliefert. Juni 2018. Opportunity ist 14 Jahre auf dem Mars, als gigantische Staubwolken am Horizont auftauchen. Die NASA kann den wachsenden Sturm nur hilflos beobachten. Der Sturm bedeckte den ganzen Planeten und blockierte das Sonnenlicht. Und die Sonne war Opportunities Energiequelle. Opportunities Solarzellen erzeugten immer weniger Strom. Für den Rover gab es kein Entkommen. Nachdem sich seine Energievorräte in der allgegenwärtigen Dunkelheit erschöpft hatten, verstummte Opportunity. Wir dachten, vielleicht werden sich die Akkus nach dem Sturm wieder aufladen. Aber der Rover ist nicht wieder erwacht. Sollte es Astronauten gelingen, sich auf dem Mars niederzulassen, könnten Stürme mehr als nur ihre Energieversorgung gefährden. Denn die Stauborkane knistern vor Elektrizität. Man lädt etwas statisch auf, wenn man seinen Fuß an einem Teppich reibt oder einen Ballon an seinen Haaren. Genauso entsteht eine statische Aufladung im großen Maßstab, wenn sich auf dem Mars Staubkörner aneinander reiben. Dann kommt es zu Entladungen. Auf der Erde sehen wir das Gleiche bei Vulkanausbrüchen. In den Staub- und Aschewolken gibt es immer wieder Blitze, die nach demselben Prinzip entstehen. Bei starker statischer Entladung fliegen die Funken. Das ist schlecht für elektronische Instrumente. Die Siedler auf dem Mars brauchen also geeignete Schutzräume. Das Wichtigste auf dem Mars ist Schutz. Vor der Kälte, vor der dünnen Atmosphäre und vor Strahlung aus dem All. Die NASA könnte Bunker bauen oder auf vorhandene Schlupflöcher zurückgreifen. Vor Millionen Jahren quollen große Mengen Lava aus den Vulkanen des Mars. Das Gute daran ist, die Lava floss durch unterirdische Kanäle ab. Und als sie weg war, ließ sie Tunnel zurück, wie diese Lavaröhre, in der ich stehe. Die Gravitation des Mars ist nur ein Drittel so stark wie die der Erde.
Marslava, die unterirdisch fließt, trifft daher auf weniger Widerstand und bildet riesige Röhren und Höhlen. Natürliche Schutzräume für Astronauten und Siedler. Wenn man sie versiegelt und mit Luft füllt, schafft man Lebensraum. Die Röhren sind quasi bezugsfertig. Wir haben schon die Schlüssel. Werden die ersten Siedler sich aussuchen können, wo und in welcher Höhle sie sich niederlassen? Die Gegend kann man sich nicht aussuchen. Man muss dahin gehen, wo eine Höhle existiert. Doch wenn man Bunker selber baut, hat man die Freiheit, ihren Standort zu wählen. Die Arbeit könnten Roboter erledigen, bevor Menschen auf dem Mars eintreffen. Man könnte 3D-Drucker dorthin schicken, die aus Marsgestein eine Art Beton machen und damit Wohngebäude bauen. Also schrieb die NASA einen Wettbewerb aus. Die Industrie sollte Schutzräume für den Mars entwickeln, die von autonomen Robotern installiert werden. Es klingt wie aus einer Science-Fiction-Story, aber wir können schon mit 3D-Druckern Häuser aus Beton bauen. Die Technik ist also vorhanden. Aber haben wir auch den Willen? Im Mai 2019 gab man den Gewinner bekannt. Die AI Space Factory kreierte einen Schutzraum, der starken Druck und heftige Stöße aushält. Ein 3D-Drucker baut ihn aus Materialien, die auf dem Mars vorkommen. Wenn das Gebäude nach nur 30 Stunden fertig ist, bietet es Menschen Schutz vor den harschen Lebensbedingungen auf dem roten Planeten. Schutzräume sind notwendig, doch die Siedler müssen auch atmen, essen und trinken. Aber es gibt keinen atembaren Sauerstoff, keine Nahrung und kein flüssiges Wasser auf dem Mars. Der Mars ist zwar unser Nachbarplanet, aber er ist nicht lebensfreundlich. Ohne Zugang zu den grundlegenden Dingen des Lebens ist es unmöglich, den Mars zu besiedeln. Verglichen mit der Erde ist der Mars nicht unbedingt einladend. Wenn man vorhat, dort zu leben, ja, diese fremde Welt ist in jeder Hinsicht tödlich. Es ist weit weg, es ist kalt. Da kann man nicht einfach ein Zelt aufstellen. Warum sollte man Leute dorthin schicken? Gut, die Venus, unser zweitnächster Planet, ist noch übler. Super heiße Oberfläche und giftige Stoffe in der Atmosphäre. Ja, verglichen damit ist der Mars einen Besuch wert. Er ist nah und relativ erdähnlich. Und all die Probleme wird man auch lösen. Um sich auf dem Mars niederzulassen, brauchen Astronauten das Lebensnotwendige. Wenn man dort leben will, eine kurze oder lange Zeit, braucht man Luft, Wasser und Nahrung. Das kann man alles mitnehmen, aber es wäre einfacher, wenn es auf dem Mars vorhanden wäre. Dann müssten die Siedler ihre Nahrung dort anbauen. Aber eignet sich der Marsboden dazu? Der Marsstaub sieht harmlos aus, wie Staub aus dem südlichen Utah. Aber er enthält Perchlorate, und die sind für Menschen giftig. Perchlorate sind Substanzen, die auf dem Mars durch frei werdende Elektrizität bei Staubstürmen entstehen. Sie machen ca. 1% des Marsbodens aus. Das klingt nicht nach viel, aber es könnte für Menschen, die dort leben, ein ernsthaftes Problem sein. Im Marsboden angebaute Nahrung absorbiert die Perchlorate und stellt ein Gesundheitsrisiko für die Astronauten dar. Ein weiteres Problem ist, der direkte Kontakt mit dem Marsboden macht Menschen krank. Unter anderem stören und verändern Perchlorate die Funktion unserer Schilddrüse. Ausschläge und Übelkeit wären mögliche Symptome. Längerer Kontakt mit dem Boden kann sogar tödlich sein. Auf dem Mars sollte man nicht ernsthaft krank werden.
Millionen Kilometer entfernt von der Gesundheitsversorgung auf der Erde. Theoretisch ist es möglich, den schadstoffhaltigen Boden mit Wasser oder Bakterien zu reinigen, aber noch fehlen anwendbare Technologien. Die ersten Siedler brauchen eine sichere Art des Nahrungsanbaus. Und die NASA hat die Lösung. Mit Hydrokulturen ließen sich alle Pflanzen kultivieren, die die Menschen brauchen, um sich gut zu ernähren. Statt im Boden bauen die Siedler Pflanzen in Wasser an. Dann müsste man nur die Samen zum Mars bringen. Aber wenn man sich entscheidet, Pflanzen in Hydrokulturen anzubauen, hat man das Problem, dass man eine Menge Wasser braucht. Menschen, die Pflanzen bewässern sollen, brauchen zunächst eine intakte Trinkwasserversorgung. Und auf dem Mars gibt es seit Millionen Jahren kein flüssiges Wasser mehr. Wir alle kennen Filme, in denen Leute lange ohne Nahrung auskommen. Aber kein Mensch überlebt, wenn er mehr als 3 Tage ohne Wasser ist. Die Astronauten der Internationalen Raumstation recyceln Waschwasser, Kondenswasser, Urin und Schweiß. Aber zusätzlich müssen ihnen jährlich gut 5.700 Liter Wasser geliefert werden. Jede Lieferung wiegt über 6 Tonnen. Der Wassertransport zum Mars wäre eine echte Herausforderung. Man braucht mehr Treibstoff, um die Rakete zu starten, und Treibstoff, um das Gewicht des zusätzlichen Treibstoffs zu bewältigen. Aber bei einem Start von der Erde sollte das Gewicht immer minimal sein. Wenn Menschen sich auf dem Mars niederlassen wollen, brauchen sie also eine Wasserquelle. Und da es kein flüssiges Wasser auf der Marsoberfläche gibt, müssen Astronauten woanders suchen. Es gibt viel Wasser auf dem Mars. In hohen geografischen Breiten ist es unter dem Boden. Auch die Eiskappen der Pole beinhalten viel Wasser. Geschmolzenes Eis ist Wasser für Menschen und Pflanzen. Würde man das ganze Polareis schmelzen, wäre der Mars komplett mit Wasser bedeckt. Man braucht also unbedingt Zugang zu Eis. Wenn wir den Mars besiedeln wollen, müssen wir uns dort niederlassen, wo es Eis gibt. Aber selbst wenn man aus dem Eis des roten Planeten Trinkwasser gewinnen kann, ohne eine noch wichtigere Ressource kann ein Astronaut nicht länger als 3 Minuten überleben. Atembarer Sauerstoff. Es gibt Sauerstoff auf dem Mars, aber den kann man nicht atmen. Er verbindet sich im Boden mit Eisen zu Eisenoxid, durch das die rötliche Färbung entsteht. Wir könnten ihn mitbringen, aber das wäre eine schwere Fracht. Und ihn herzustellen ist sehr schwierig. Zur Internationalen Raumstation wird Sauerstoff geliefert. Aber die Reise zum Mars dauert lange. Es müsste eine ganze Lieferkette geplant werden. Man kann auf dem Mars nicht per Handy Sauerstoff bestellen. Man muss ihn mitnehmen, und zwar eine Menge. Astronauten brauchen eine Methode, mit der sie auf dem Mars Sauerstoff herstellen können. Und die Space Agency arbeitet an einer Lösung. Wenn der Perseverance Rover der NASA auf dem Mars landet, wird er vor Ort ein Experiment zur Sauerstoffherstellung durchführen, genannt MOXIE. MOXIE entzieht der Marsatmosphäre Kohlendioxid und wandelt es durch Elektrolyse in Sauerstoff um, den zukünftige Astronauten atmen können. Bei diesem Test wird zum ersten Mal Sauerstoff auf einem anderen Planeten erzeugt. Doch MOXIE kann nicht ausreichend Sauerstoff für eine ganze Crew produzieren. MOXIE stellt pro Tag gut 200 Gramm Sauerstoff her. Damit kommt ein Mensch ca. 6 Stunden aus. Um mehrere Menschen zu versorgen, muss die NASA ihre Methode bedeutend verbessern. Dann könnten Siedler auf dem Mars überleben. Aber können sie ihn überhaupt erreichen?
Diese lange Reise mit drei Leuten in einer Badewanne ist eine Herausforderung. Wie soll man das schaffen? Die NASA hat bereits die passende Badewanne. Das Raumschiff Orion ist mit einem Gewicht von 28 Tonnen doppelt so schwer wie ein Schulbus. Die Trägerrakete muss daher eine enorme Schubkraft erzeugen. Und das ist ein Problem. Wir können nicht morgen sagen, hey, lass uns zum Mars fliegen. Denn wir haben keine Trägerrakete, die stark genug ist. 1969 startete eine Saturn-V-Rakete mit einer Schubkraft von fast 34.000 kN zu einem bemannten Flug zum Mond. Das entspricht der Schubkraft von 20 Jumbojets. Eine Saturn V hätte Astronauten zum Mars bringen können. Aber sie wird nicht mehr gebaut. Um der Erdgravitation zu entkommen, muss die Rakete eine Fluchtgeschwindigkeit von 40.000 km pro Stunde erreichen. Die NASA baut zurzeit eine Rakete, die das leisten kann. Die Space Launch System oder SLS-Rakete soll Orion über einen niedrigen Erdorbit hinausbringen. Der Gedanke dahinter ist, hey, lass uns die großen Raketen aus den 60ern wieder bauen. Aber mit noch mehr Power. Sie ist größer als die Saturn V, die für das Apollo-Programm gebaut wurde. Es wird die größte Rakete der Welt sein. Die SLS wird höher sein als die Freiheitsstatue und eine Höchstgeschwindigkeit von 28.000 km/h erreichen. Mit der monumentalen Schubkraft von über 33.000 kN wird sich die Rakete von der Startrampe in die Höhe katapultieren. Mit so mächtigen Antriebsstufen ausgerüstet, wird die SLS das Orion-Raumschiff auf den Weg zum Mars bringen. Doch die Fertigstellung der Superrakete hat sich verzögert. Ursprünglich war im Dezember 2017 ein Jungferntestflug geplant. Kritiker sehen das Projekt als Geldverschwendung. Das Budget wurde bereits um mehrere Milliarden Dollar überschritten. Die Kernfrage ist, wollen wir uns solche Programme leisten? Wenn man kein Geld dafür ausgeben will, werden wir das nie verwirklichen können. Angesichts der wiederverwertbaren Raketen des Unternehmens SpaceX wirkt die SLS der NASA nicht zeitgemäß. Die Luftfahrt ist rentabel, weil wir Flugzeuge mehr als einmal benutzen. Sobald auch Raketen wiederverwertbar werden, müssen wir nicht immer wieder neue bauen. Wenn man mit einer ins All fliegt, das meiste von ihr zurückbringt und erneut verwendet, spart man vielleicht 10, wenn nicht 100 Millionen Dollar pro Flug. SpaceX will Geld verdienen und spart durch wiederverwertbare Raketen Kosten. Das ist vernünftig und macht Reisen zum Mars vorstellbarer. Noch ist geplant, dass in den 2030er Jahren eine SLS-Rakete ein Orion-Raumschiff auf den Weg zum roten Planeten bringen wird. Doch obwohl der Mars ein planetarer Nachbar der Erde ist, ist die Terminplanung für den Besuch nicht einfach. Wenn man einen Familienurlaub mit dem Auto plant, ist das recht einfach. Man schaut auf die Karte und sagt, ich bin in Stadt A und will zu Stadt B, also nehme ich die Autobahn. Aber wenn sich Stadt A mit 50 km/h in diese Richtung bewegt und Stadt B mit 200 km/h in eine andere, was dann? Und das wäre ein kleines Problem verglichen mit interplanetaren Reisen. Die Zeitplanung einer Marsreise wird durch die Himmelsmechanik bestimmt, die Planetenbahnen. Man kann nicht einfach spontan zum Mars fliegen. Man muss warten, bis die Planeten in einer Linie sind. Die mittlere Distanz zwischen Erde und Mars beträgt 225 Millionen Kilometer. Doch das ändert sich permanent, weil beide Planeten um die Sonne kreisen. Die geringste Entfernung ist etwa 56 Millionen Kilometer. Aber ist der Mars auf der anderen Seite der Sonne, sind es 400 Millionen Kilometer. Den Startzeitpunkt so zu wählen, dass man den Mars während seiner größten Annäherung an die Erde erreicht, verkürzt die Reise, vergrößert die Erfolgschancen und spart Treibstoff und andere Ressourcen.
Doch die größte Nähe zwischen den beiden Planeten stellt sich nur alle 26 Monate ein. Wird ein Startzeitfenster verpasst, muss man über 2 Jahre warten, bis man es wieder versuchen kann. Doch die Wahl des richtigen Zeitpunkts ist nicht alles. Sowohl der Mars als auch die Erde kreisen um die Sonne. Daher kann Orion nicht auf direktem Wege dorthin fliegen. Stattdessen nutzt man den sogenannten Hohmann-Transfer. Man fliegt so, als wollte man das Raumschiff in eine Umlaufbahn um die Sonne bringen. Man startet auf der Erde und fliegt dann in so einem schönen, eleganten Bogen um die Sonne, sodass man wie von selbst die Umlaufbahn des Mars erreicht und schließlich den Planeten selbst. Dieser Flug dauert ca. 10 Monate. Fliegt man schneller, wird mehr Treibstoff verbrannt. Das ist keine Option. Der Hohmann-Transfer spart Treibstoff, indem er das Raumschiff in eine Sonnenumlaufbahn bringt, die in der Umlaufbahn des Mars mündet. Und schließlich wird das Raumschiff vom Mars angezogen. Aber der Kurs muss exakt berechnet sein. Man darf nicht dahin fliegen, wo man den Mars gerade sieht, sondern dahin, wo er sein wird, wenn man ihn erreicht. Man gleitet wie von selbst in den Orbit und dann weiter zum Mars. Aber wenn das nicht präzise berechnet ist, landet man irgendwo im All. Doch ein optimal berechneter Kurs ist nicht die Lösung für alle Probleme. Der menschliche Körper ist nicht für lange Reisen im All gemacht. Ein längerer Aufenthalt im Kosmos kann Herz, Muskeln und Knochen schädigen und stellt eine Herausforderung für Geist und Psyche dar. Können Menschen die Reise zum Mars gesund überstehen? Da draußen in einem Raumschiff zwischen den Planeten zu sein, das ist verdammt gefährlich. Als der Astronaut James Irwin 1971 auf dem Mond stand, schlug sein Herz unregelmäßig. Wieder auf der Erde erlitt er mehrere Herzinfarkte. Der letzte war tödlich. Einer Studie von 2016 zufolge ist die Wahrscheinlichkeit, bei Apollo-Astronauten an einer kardiovaskulären Erkrankung zu sterben, 4 bis 5 Mal höher als bei Astronauten, die eine Erdumlaufbahn nie verlassen haben. Eine Ursache könnte die kosmische Strahlung sein. Die Strahlung im erdfernen Raum schädigt nicht nur Herz- und Nervensystem von Astronauten, sondern auch ihr Gehirn. Marsreisende sind kosmischer Strahlung ausgesetzt, die in dem Kern von Sternen entsteht. Ein Teil der Strahlung kommt aus unserer Sonne. Bei koronalen Massenauswürfen werden Ströme von geladenen Partikeln frei. Auch von anderen Sternsystemen geht kosmische Strahlung aus, verursacht in Supernovae, dem Sterbeprozess von großen Sternen. Die hochenergetischen Teilchen rasen mit nahezu Lichtgeschwindigkeit durch die Galaxie. Zu vielen dieser Teilchen sollte man nicht ausgesetzt sein. Sie durchdringen unsere Zellen und beschädigen die DNA. Über einen längeren Zeitraum schädigt das den ganzen menschlichen Körper. Je länger der Aufenthalt im Raum, umso größer die Gefahr. Bei den Mondflügen ging es um 1 oder 2 Wochen, aber eine Marsreise dauert minimal 2 oder 2,5 Jahre. Diese kosmischen Geschosse können Mutationen und sogar Krebs verursachen. Einer Studie von 2019 zufolge wird kosmische Strahlung während eines Marsflugs bei 3 von 4 Astronauten einen Gedächtnisverlust hervorrufen. Nicht mehr zu wissen, wo man seine Schlüssel gelassen hat, ist nicht so schlimm, als zu vergessen, wie man durch die Luftschleuse zurück ins Raumschiff kommt. Wir müssen die Auswirkungen der Strahlung abschwächen, damit Menschen zum Mars fliegen und dort bleiben können, ohne krank zu werden. Orion braucht also eine Schutzhülle.
Man denkt, gut, dann versieht das Raumschiff mit dicken Bleiwänden. Aber Blei ist schwer und hält diese Strahlung nicht ab. Man braucht etwas anderes. Was vor kosmischer Strahlung schützt, ist Wasser. Wir müssen ohnehin viel Trinkwasser mitnehmen. Wenn wir das Raumschiff damit umhüllen, absorbiert es die kosmische Strahlung. Man könnte sagen, dann trinkt man ja Wasser, das die Strahlung absorbiert hat. Ist das nicht gefährlich? Nein, denn wenn ein subatomares Teilchen mit Hochgeschwindigkeit auf Wasser trifft, wird es umgewandelt. Das Wasser kann man dann immer noch trinken. Doch selbst wenn es gelingt, Astronauten gegen die Strahlung abzuschirmen, der Kosmos strapaziert den menschlichen Körper. Knochen entmineralisieren sich. Man kann schwach werden und Arthritis bekommen, auch als junger Mensch. 10 Monate Schwerelosigkeit lassen die Knochen dünner werden. Zudem schwinden die Muskeln. Das Gehen nach der Landung ist schwierig. Wir wachsen auf einem Planeten auf, der Schwerkraft hat. Aber als Astronaut ist man oft schwerelos. Das sieht aus, als würde es Spaß machen, aber der Körper baut dabei von innen her ab. Astronauten brauchen nach ihrer Rückkehr zur Erde oft Hilfe beim Gehen. Wenn eine Crew auf dem Mars eintrifft, wird sie in schlechter körperlicher Verfassung sein. Wer soll sie dann unterstützen? Intensive Trainingsprogramme können Raumfahrern helfen, fit und gesund zu bleiben. Aber die NASA kennt noch nicht alle Auswirkungen einer interplanetaren Reise. Auf einem Flug zum Mars gerät der menschliche Körper unweigerlich an seine Belastungsgrenzen. Das gilt auch für die Psyche. Isolation wird ein weiteres Problem für Astronauten, die mindestens 2,5 Jahre nicht auf der Erde sein werden. Daher lernt die NASA von isoliert lebenden Menschen auf der Erde. Mit Feldstudien in der Antarktis erforscht man, wie Menschen auf die Herausforderungen der Raumfahrt reagieren. Niemand kann schnell für einen da sein. Man ist mitten im Nirgendwo. Es sind 2 Leute pro Zelt. Insgesamt sind es 8. Und sie sind 6 Wochen dort. Das ist wie eine fremde Welt. Im Sommer geht die Sonne nicht unter. Um einen herum ist nichts Lebendiges. Kein Insekt, kein Vogel, nichts. Man hört nur den Wind und kann nur mit seinen Teamkollegen sprechen. Daher nutzt die NASA diese Projekte als Training für ihren Astronautenpool. Das Schlimmste an der Antarktis ist, und insofern gleicht das hier einem interplanetaren Flug, dass man an seine Grenzen kommt. Man sieht seine Stärken und Schwächen ganz deutlich. Selbst der introvertierteste Einsiedler braucht andere Menschen, um leben zu können. Und das wird unter normalen Umständen nicht wirklich gewürdigt. Wir haben herausgefunden, dass es hilfreich ist, offen zu sein und über seine Probleme zu reden. Wenn man miteinander spricht, findet man Wege, Tiefpunkte zu überwinden. Solche Trainingscamps zeigen, wie Menschen weit entfernt von der Zivilisation zurechtkommen. Zudem helfen sie der NASA, Medikamente und Kommunikationsstrategien auszuwählen, sowie psychologische Tests zu entwickeln, um mentale Instabilitäten zu vermeiden oder zu lindern. Aber die Ergebnisse solcher Experimente sind nicht direkt auf einen Weltraumflug übertragbar, denn die Probanden wissen, dass im Notfall Hilfe kommt. Auf dem Mars könnte das Jahre dauern, falls es überhaupt möglich ist. Menschen auf den Mars zu schicken, ist keine Herausforderung. Es ist eine Überforderung. Einige werden ihr Leben dabei verlieren. Ist es das wert? Aber hat die Menschheit eine Wahl? Manche glauben, dass die NASA-Mission zum Mars ein Erfolg sein muss. Sie sehen die Erde gefährdet. Durch den Klimawandel, einen Asteroideneinschlag oder durch eine atomare Katastrophe.
Sie wollen eine Fluchtmöglichkeit. Vielleicht braucht die Erde bald ein Rettungsboot. Die Menschheit wächst schnell, wir verbrauchen viele Rohstoffe und verändern den Planeten. Der Mars ist vielleicht die beste Möglichkeit, die sich uns bietet. Trotz aller Schwierigkeiten will die NASA in den 2030ern ein Orion-Raumschiff zum Mars schicken. Um das tun zu können, sind Tests notwendig. Ich würde gerne selber mitfliegen, aber wir sollten das vorher ein bisschen üben. Für Übungsflüge sollte man ein Nahziel anvisieren. Letztendlich sollen Menschen zum Mars fliegen und als Test fliegt man vorher nochmal zum Mond. Orion wird also zunächst den Erdtrabanten ansteuern. Ein Flug zum Mond bietet viele Vorteile. Wir können dort testen, wie sich Aufgaben am besten durchführen lassen und unsere Technologien näher an zu Hause ausprobieren. Und wenn etwas schiefläuft, können wir besser eingreifen. Wenn wir Menschen zum Mars schicken, wird es viel schwieriger, ihnen zu helfen. Doch die Orion-Mission zum Mond wird weitaus mehr als nur ein Testflug sein. Die NASA will im All einen lunaren Außenposten installieren. Gateway, eine Raumstation, die um den Mond kreist. Das ist einfacher, als sie hier auf der Erde zu bauen und in eine Erdumlaufbahn zu bringen. Es sind 6 Missionen geplant, die den Bau der Raumstation durchführen sollen. Bei diesem Projekt werden Technologien und Vorgehensweisen geprüft. Erst wenn die NASA alle Mängel beseitigt hat, soll die eigentliche Mission beginnen. Der Flug zum Mars. Die Gateway-Raumstation soll das Sprungbrett zu anderen Planeten sein. Für erste bemannte Flüge zu einem anderen Himmelskörper hatte man den Mond ausgewählt. Das haben wir geschafft. Jetzt wissen wir, wie man Menschen zum Mond bringt. Wir haben noch nicht alle Technologien, die man braucht, um Menschen zum Mars zu schicken, aber wir kommen gut voran. Doch wenn die Orion startet, werden nur wenige an Bord sein. Für viele ist der Mars ein Zufluchtsort, falls wir die Erde zerstören. Aber wir müssen unseren Planeten erhalten. Wer unbedingt dahin fliegen will, viel Glück. Ich bleibe lieber dort, wo es ein bisschen grüner und blauer ist. Trotz aller Vorbehalte, die NASA ist fest entschlossen, die Grundlage für ein weiteres großes Abenteuer der Menschheit zu schaffen. Ich glaube, wir werden Menschen zum Mars schicken. Wir müssen nur vorher ein wirklich großes Problem lösen. Aber wir sind gute Problemlöser. Wie neugierig sind wir? Wie sehr wollen wir den nächsten Gipfel bezwingen, die nächste Herausforderung bestehen? Der Mars ist zum Greifen nah. Da ist etwas in unserem Wesen, das uns zum Mars bringen wird, trotz aller Hindernisse. Ganz sicher. Obwohl es so schwierig ist, sage ich immer ja, wenn jemand fragt, ob wir zum Mars fliegen sollen.